Gast, den wir noch nicht introduced haben, ist noch nicht zu hören. Ach so. Richtig. Ich überlege stark, ob wir nochmal anfangen. Das können wir auch machen. Wir müssen uns echt beeilen. Ich muss halt echt instant los dann, weil ich muss dann zum Zug. Gast, hast du eine Lösung gefunden? Hallo, hallo. Hast du Audacity oder so oder OBS, wo du aufnehmen kannst? Oder ein Handy? Easy. Geht auch, guck. Dann können wir dich endlich vorstellen, wenn du dabei bist. Wir können es auch gerne laufen lassen. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, dass die Leute mal mitgenommen werden, hier so ein Podcast funktioniert. Es ist hier nicht wie im Film ist. Man macht Play und irgendwie muss man noch tausend Sachen umstellen und das Technik ist, und so. Das ist Podcasting zum Anfassen. Außerdem, wie gesagt, die Woche ist ein bisschen knapp. Wir müssen Zeit schinden. Wir müssen es strecken. Das ist voll in Ordnung. Ja. Und der große Gast ist ja auch noch nicht revealed. Ja, die Menschen, die sind ja hier immer noch voll am Zehennägel kauen, weil die nicht wissen, wer jetzt hier kommen können. Das könnten alle sein. Ja, die haben keine Ahnung, bis auf, dass du es halt schon gesagt hast. Habe ich es gesagt, scheiße. Am Zehennägel kauen ist auch gut. Ich habe im Übrigen ein neues T-Shirt heute an. Da steht drauf, wie hätte Klaus Kinski reagiert? Oh, das habe ich im Müll gefunden, das ist ziemlich hässlich. Das ist ein neues T-Shirt? Ja, das habe ich im Müll gefunden, das ist ziemlich hässlich. Krass. Vintage, nee, wie heißt es? Secondhand, das ist doch voll schön. Ach, ist egal. Du solltest jetzt auch sagen, dass das ganz, ganz schlimm ist. Also Klaus Kinski T-Shirts sind sowas von 2016, würde ich sagen. Oder nee, ja, 2018. Auf jeden Fall. Richtig veraltet. Es gibt ja echt Menschen, die wollen es nicht mehr. Die wollen nicht mehr, dass Klaus Kinski so glorifiziert wird, weil er dann irgendwie rauskam vor ein paar Jahren, dass er seine Tochter missbraucht hat und so. Ist alles ein bisschen schwierig. Ach, das ist ja alles auch verjährt. Also das ist ja wie alle Sachen, die sind halt verjährt. Man kann nichts mehr machen. Das wusste ich gar nicht. Hätte ich mir gar nicht denken können, dass der Klaus Kinski seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und sich an Leuten vergeht. Das ist ja heftig, vor allem Schwächeren. Er ist halt unmenschbar, glaubt man gar nicht. Also, lieber Gast, bist du jetzt quasi live? Können wir dich jetzt hören? Ich bin verbunden, ich habe eine Aufnahme laufen und ich bin da. Perfekt, klingt die auch gut? Die klingt bestimmt gut. Also, da kommen Ausschläge, wenn ich rede. Ja, wenn du redest, kommen mir auch Ausschläge. Ja, nett. So, und damit herzlich willkommen unseren sehr, sehr guten Gast, ja. Der hat letzte Woche gesagt, weil ich so langweilig bin, will da gern mitmachen. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin der Solfang und okay, ganz, ganz kurz, können wir ganz kurz 1, 2, 3 ABC machen, um zu synken? Gut. Oder wir müssen bei 3 mal ganz laut schreien, damit du so einen Ausschlag siehst, weißt du, bei der Aufnahme. Dann kannst du das so drüberlegen. Machen wir 1, 2, 3 A oder machen wir 1, 2 A? Ich würde sagen 1, 2, 3 A. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Jetzt sind wir alle so. Jetzt auf jeden Fall herzlich willkommen von der Datenautobahn, ja. Wir müssen nämlich langsam ein bisschen hier mal Stoff geben, weil die Hälfte hat schon abgeschaltet, was gut ist. Stimmt. Weil da sind noch die Guten übrig. Weniger Arbeit für uns. Richtig, so ist es. Ich hab mir im letzten Podcast die Fingerwund kommentiert, Junge. Da waren ja richtig viel Feedback dabei. Tatsächlich hat einer was geschrieben, da haben wir ein bisschen rumdiskutiert. Also da die Stage ist auf jeden Fall offen. Ich lade immer zu Kommentaren ein. Okay, ich habe die noch nicht angeguckt. Nur, glaube ich, einen Tag später, also danach nicht mehr. Ich bin ein fauler Kommentarleser. Ja, einen Tag später waren es zwei von dir, die identisch waren, und einer von Robin. Echt? Ach stimmt, ja, es waren nicht viele. Es war noch ein dritter, glaube ich, als ich geschaut hatte. Aber ist auch egal. Ja. Gerne kommentieren, liebe Leute, bei YouTubes. So, was macht dieser Fuchs hier in dem Call? Erzähl mal. Ja, was mache ich hier? Also ich dachte, ich bin einfach auch mal da und red mal mit, wenn sich das hier so anbietet über Discord. Und den normalen Bürger von der Straße haben wir quasi hergeholt, damit nicht nur hier die beiden abgehobenen Podcast-Leute hier ins Mikrofon labern, sondern dass wir auch jemanden von der Straße haben, weißt du? Der Politiker und der Wessi. Genau. Sehr wichtig, immer eine dritte Seite der Medaille zu betrachten. Die dritte Richtig, Seite. Bisschen Cred. Ja, die Welt ist ja nicht binär. Es gibt drei Geschlechter. Ja. Und deshalb... Bitte? Nur drei? Ich bin... Hallo? Cancel Herodes? Jetzt. Ja, nicht... Ja, also es ist eine ganz große Frage, aber es gibt mehr als drei. Also es ist halt ein Pool an Geschlechtsmöglichkeiten und an Schablonen. Steigen wir in die Themen ein. Ich habe halt, wie gesagt, richtig viel, ich weiß nicht, ob wir in das Hauptthema rein wollen, was ja halt die Woche einfach gesprengt hat. Ja, ich habe mir am Sonntag tatsächlich, beziehungsweise am 3. September, vielleicht war da aber Montag oder so, nee, es war am Sonntag,
habe ich mir so eine ganze Notiz gemacht, die war nicht der Rede wert. Da habe ich so ein bisschen Nachrichten gesehen und na, kann man das besprechen, kann man das nicht besprechen? Da hieß es, der Kanzler ist gestürzt. Da dachte ich so, ja, da kann man eigentlich nichts draus machen, aber ich schreibe es mal auf. Was dann am nächsten Tag passierte, hat die politische Welt umgekrempelt. Was war da los? Ja, Olaf Scholz ist, hat die Partei gewechselt. Der war jetzt vor einer Woche bei den Piraten. Ja. War? Ist die Augenklappe jetzt der weg? Ist, der, ich glaube, der ist jetzt sogar 3 Wochen so ungefähr bei den Piraten, je nachdem, wie schnell das abheilt. Nee, der ist auch auf sein Auge drauf gefallen oder aufs Gesicht gefallen und muss jetzt eine Augenklappe tragen. Und spannenderweise hat er sich dann ablichten lassen, offiziell von der Bundesregierung, also diese Fotos, die man da immer so macht, mit Augenklappe und Wunden im Gesicht. Und er hat wohl das so gemacht, von wegen, ich bin sehr gespannt auf die Memes, die kommen werden. Und es gab sie auch. Ja, er hat das so ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte schon Sorgen, dass die Memer dann sagen, ja, nee, dann nicht, ne? Mhm. Aber tatsächlich, es wurden Memes gemacht. Unter anderem hat er jetzt auch ein Papageien, ist jetzt wie gesagt bei den Piraten und vieles mehr. Und ich habe eins gemacht, aber da nicht gepostet, nämlich Olaf auf dem rechten Auge blind, aber ich habe es da nicht gepostet. Ist dir das unangenehm, dass das so ein ähnlicher Gag ist, den auch Lindner dann später gemacht hat? Echt witzig. Ich habe dann noch mal gesehen von irgendwelchen Leuten, aber nicht von Lindner. Ja, der ist ja damit, das fand ich ja viel geiler, der ist ja damit, also erste Frage. Das ist beim Joggen passiert. Wie zur Hölle hat er sich denn bitte hingepackt, dass sein halbes Gesicht einfach rot ist und er sein Auge bedecken muss? Ja, wie also kann man sich denn beim Laufen so hinpacken, dass man auf den Kopf fällt, frage ich mich auch. Das geht gar nicht. Also ich war gestern abends in Weimar unterwegs und da ist auch so ein Besowski einfach so richtig aufs Gesicht gefallen. Der ist irgendwie ist gestolpert und gerade weg aufs Gesicht gestürzt, hat auch im Gesicht geblutet. Da muss ich auch kurz an Olaf Scholz denken. Bist du hin und hast ihm geholfen oder dachtest du dir so, nee, der ist besoffen, der hat sich anders verhalten? Ich hab draufgespuckt und mal draufgetreten und bin weitergelaufen. Okay. Nee, es kam dann so eine Traube von irgendwelchen Teenagern und da bin ich auch mit meiner Begleitung hingelaufen, aber er meinte so, lasst mich alle in Ruhe, meine Frau kommt gleich und er ist nicht böse gemeint, aber verpisst euch und so, und dann sind wir halt gegangen. Also Plotwist war mein Vater. Witzig. Ich hab ein ähnliches Ereignis von der Domplatte im Kopf, wo das passiert ist, aber... Oh ja, da gab es so einen Idioten, der hat auch gesoffen bei Gaffel am Dom und dann hat er festgestellt, dass in 5 Minuten der Donutladen zumacht, ne? War doch so, genau, oder? Genau so war das, ja. Und dann ist der übel zu diesem Donutladen gesprintet und auf der Domplatte ausgerutscht und voll auf die Schnauze geflogen. Tatsächlich war dann auch oben die Augenbraue so zerrissen, also der ist ja stimmt, der ist dieser Mensch ist ja genauso auf die Schnauze geflogen. Vielleicht kann der ja schildern, wie sowas passiert. Aber meinst du, der Scholz ist auch übelst losgehechtet, weil die Donuts bald zu machen? Der war schneller als seine Beine, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, bei Scholz kam dann der Notarzt und so ein Typ, der überall behauptet hat, dass der voll auf irgendeiner Droge ist und den Krankenwagen selber bezahlen muss. Ach, witzig. Ja. So, jetzt habe ich die Story schön durcheinander gebracht. Wir lassen mal offen, wer das war mit dem Hinfallen. Auf jeden Fall mussten wir den dann nachmittags im Severins, weiß ich nicht, Krankenhaus abholen. So, und jetzt trägt dieser Herr Scholz eine Augenklappe im Bundestag. Ist so. Und wisst ihr eigentlich, warum Piraten Augenklappen getragen haben? Ja, und zwar ist das übelst geil. Diese Taktik nutze ich nachts auch. Es hat damit zu tun, dass wenn die unter Deck gehen, dass sie dann das eine Auge auf dunkel gewöhnt haben und direkt alles sehen können. Ja, genau. Ja. Krass, und wenn ich nachts auf Toilette gehe oder so und das Licht anmache, dann mache ich ein Auge zu, damit nur das andere an Licht gewöhnt wird und das andere nutze ich dann, um im Dunkeln wieder ins Bett zu gehen. Voll praktisch. Das ist ja voll smart. Danke. Das habe ich mir irgendwann mal überlegt. Ja, aber ich dachte als Kind immer, auch bis in mein Erwachsenenalter hinein, dass es einfach so ein Klischee sei, dass Piraten ihre Augen verlieren beim Schwertkampf oder so. Ja, genau, und ein Bein. Und ein Bein, genau, weil die auch mal so Holzbeine hatten, stimmt. Machen die das Bein, damit die sich ans Laufen gewöhnen? Genau, das hat nämlich pragmatische Gründe, damit die dieses Treppensteigen, was sie dann, wenn sie unter Deck gehen, besser beherrschen, dann wechseln die einfach dieses Holzbein aufs andere und dann nutzen die das Treppenbein. Klingt logisch. Klug. Ja, das ist so bei Piraten. Dürfen sie nur nicht morsch werden. Ja, also im Bundes, was ich halt viel besser fand, also das Bild war an sich schon mal cool, er hat es auch cool gemacht und ich weiß nicht, ob da PR hinter steckt, wenn ja, dann ist sie genial. Als er dann aber mit dieser Klappe im Bundestag saß, fand ich es halt viel geil, und dass alle so mehr oder weniger kommentiert haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt international ankommt, hier das deutsche Oberhaupt ist ein Pirat. Hm. Aber wie gesagt, kam dann irgendwie Christian Lindner bei seiner Rede irgendwie vor und meinte, ja, der
Kanzler, der hat, ist jetzt, kann jetzt nur noch ab CDU nach links alles sehen. Das ist irgendwie eine demokratische Freude für ihn. Also er hat quasi genau den gleichen Gag gemacht, also einen ähnlichen Gag gemacht wie du. Also auch offensichtlich, ja, ja. Der ist nicht offensichtlich, diesen Gag machen nur neoliberale Motherfucker. Ach so. Also bist du auch einer. Ach, schlimm, scheiße. Ja. Aber man muss schon sagen, egal wie man zu Olaf Scholz steht, ja, ich bin auch kein Riesenfan von dem, aber das ist schon ein sympathischer Move. Das ist schon witzig. Ja, ich wäre vor allem dafür, dass es jetzt auch einfach dran lässt. Ja, stimmt. Ja, weil das... Da, einfach Image. Ich glaube, das wird der Ampel die Sympathie wieder einbringen, die sie verloren hat. Damit er auch in dunklen Zeiten sehen kann, Olaf Scholz. Ja, genau, das kann er zum Beispiel machen, aber auch einfach, weil es cool aussieht. Ja, true. Ich finde, alle Staatsoberhäupter Deutschlands, also nicht Staatsoberhäupter, sondern Kanzler, der Staatsoberhaupt ist ja der Präsident, sollten jetzt diese Augenklappe tragen. Der Präsident kann meinetwegen Holzbein haben, aber das ist doch genau dieser Fortschritt, dieses Neue, dieser Aufbruch, den wir wollen, sodass mal ein bisschen was Neues reinkommt und nicht alle nur im Bundestag irgendwie labern. Und bemerkenswert fand ich auch am nächsten Tag die Schlagzeile in der Bild-Zeitung, die haben nämlich ganz groß geschrieben, Kanzler, Respekt. Einfach nur diese beiden Worte, Kanzler, Respekt oder Respektkanzler. Das fand ich bemerkenswert, dass sie da so, dann doch so sehr, was die AfD immer gerne erzählt, so verklärt ist, dass ja die Bild-Zeitung auch so ein Hofmagazin wäre, wo die eigentlich ständig gegen die Regierung schießen. Und jetzt war das mal so ein Gegenteil, so von wegen, ja, Herr Scholz, Respekt dafür, für diese Aktion. Weil er so offen damit umgeht. Was wäre eine Alternative? Zu Hause bleiben? Naja, keine Foto. Also er hat sich ja bewusst hingestellt vor eine Kamera und gesagt, mach ein Foto von mir mit Augenklappe und teilt das Foto. Er hätte auch einfach, ja, sagen können, er meldet sich krank für ein paar Tage oder so oder zeigt sich nicht. Aber das, so hat er die Flucht da vorne gemacht und den Hatern den Wind aus den Segeln genommen. Er hätte sich einen Sack über den Kopf ziehen können. Nee, aber er muss ja zur Arbeit gehen. Er ist ja der Kanzler und früher oder später hätten die Leute ja gesehen, dass sein Auge irgendwie verdeckt ist. Alternativ, er hätte es nicht verdeckt, aber meine Annahme ist, dass das deutlich schlimmer aussieht. Also mich würde interessieren, und das ist wichtig, was ist hinter der Klappe? Er hätte zwei Fotos machen sollen, vielleicht eins mit, eins ohne Augenklappe. Eins, wo er sie links trägt, eine, wo sie rechts trägt. Genau. Was mögt ihr mehr, Fans? Ja, das stimmt. Man sieht einfach nur so ein übelst geschwollenes, rotes, fettes Auge, so das übelst rausquillt. Nee, finde ich witzig, finde ich gut. Und es gab auch so eine Meldung vom Postillon, also dem satirischen Magazin, die dann so geschrieben haben, Olaf Scholz mahnt Leute ab, die das Foto verbreiten. Und da haben es dann echt einige AfDler auch geteilt. Ich habe es von zweien gesehen, die dann so meinten, ah, typisch, jetzt irgendwie noch Geld machen wollen aus dem Volk und so. Das fand ich witzig. Oh Gott, das ist ja wirklich, das nimmt ja kein Ende. Nee. Und da, ich habe auch wieder darüber nachgedacht, ne? Egal wie oft man sowas halt aufzeigt, die Leute sehen das irgendwie nicht, die Wähler von der AfD. So. Den kannst du halt... Ach, ist egal, das macht mich nur wahnsinnig, weil, Alter, wie dumm. Die sind es halt einfach gewohnt, Quatsch zu verbreiten, merken das dann gar nicht mehr, wenn sie irgendwie satirischen Beiträge da sehen. Die glauben ja echt alles, was sie lesen, was in ihr Weltbild passt. Ja, wie auch immer. Und der nächste ehemalig mächtige Mensch, Donald Trump, hat ja auch dieses Foto veröffentlicht mit seinem Mugshot, glaube ich heißt das, also wo er vor im Gefängnis auftauchen musste und da haben sie halt so ein Bild von ihm gemacht. Und es ist auch sehr viral gegangen und er hat daraus T-Shirts gedruckt, hat das ja irgendwie T-Shirts gemacht und hat das verkauft, macht daraus noch Geld. Und jetzt gibt es wohl tatsächlich rechtliche Konsequenzen. Ich muss ganz kurz gucken, genau, diese Fotos gehören nämlich dem Fulton County, also die haben das Copyright dieses Fotos und sie könnten theoretisch ihn für Copyright anklagen, für diese Fotos. Ich glaube, das ist der Tropfen, der es zu Überlaufen bringt. Also, keine Ahnung, irgendwelche Staatsdokumente horten, irgendwelche Leute angrabbeln, irgendwas, alles fein, Leute aufs Kapitol schicken, fein. Aber eine Copyright-Verletzung, der Typ geht in Bau. Aber Urheberrecht, ja, spätestens jetzt muss er für fünf Jahre ins Gefängnis. Das war's, wenn überhaupt, lebenslänglich, was ja ungefähr 5 Jahren entspricht. Ich dachte erst, dass er das Foto gar nicht mag, Donald Trump, dass er irgendwie, weil er auch so komisch darauf, so richtig böse guckt. Habt ihr das mal gesehen? Ja, aber ich glaube, das will der ja. So dieses von, die haben mich hierher gebracht, ist ja ungerecht, so soll das wahrscheinlich ausstrahlen. Stimmt, so dieses, ich bin das Opfer, das Große. Stimmt, so sieht es auch ein bisschen aus. Ich bin so unrecht hier. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Aber auf der anderen Seite wieder auch so ein bockiges Kind ein bisschen, ne? Da kann ich sehr eine Instagram-Seite empfehlen. Die haben auch, glaube ich, Facebook und Twitter. Die heißen Occupy Democrats. Die machen so sehr viel Recherchearbeiten und zeigen auch so Fails von Republikanern. Und da habe ich das eben auch gefunden.
Finde ich ganz witzig, dass sie auch so Leute interviewen, die Trump wählen und die dann so rhetorisch ausparieren. Das ist einfach nur unterhaltsam. Ja, ich frage mich halt, ob es was bringt, ne? Also unterhaltsam ja, aber die Frage ist, ob die Leute dann halt so überdenken. Also es bringt halt mir Unterhaltung, mir persönlich, das ist das eine. Ja. Das reicht schon völlig aus. Und zweitens, ich glaube schon, dass Leute auch dann anfangen nachzudenken. Also es gibt so einen, ich weiß nicht, ob das auch von denen war, aber so ein berühmtes Video, wie so jemand ein Schild hochhält mit God is pro-life. So. Und dann meinte der Reporter nur, glauben Sie, dass Gott pro-life ist? Und er so, ja, ja, auf jeden Fall. Da fragt der Reporter, ja, hat er nicht irgendwie die ganze Welt überflutet und mit der Arche Noah und so? Dann fällt bei dem Typen ein Groschen, siehst du richtig im Gesicht, und sagt dann, kein Kommentar und geht weiter. Ich hätte an seiner Stelle gesagt, das war eine einmalige Sache, weil die Welt voller Sünde war und Gott hat versprochen, das nie wiederzumachen. Ja, aber so smart sind die ja nicht. Ja, die haben das wahrscheinlich nicht gelesen. Und zwar nicht nur einmal. Also die Bibel ist ja voller Stellen mit hier, wenn die das nicht machen, musst du sie töten. Wenn die das nicht machen oder wenn sie das machen, musst du sie töten. Also Pro-Life ist anders. Pro-Life. Ja, ich glaube, das ist aber das Alte Testament. Also wenn die schlau wären, könnte die sagen, ja, ja, alles, was dann... Und Christus hat das wieder gerade gebogen und seitdem ist alles tolli, könnte man ja zum Beispiel auch sagen. Gibt es im Neuen Testament gar keine Gewaltstellen? Gewalt sicherlich, aber der zornige Gott ist eher so im Alten Testament, während der liebende, gebende Gott im Neuen Testament drin ist. Wenn ich mich recht entsinne, ich bin ja auch gar nicht mal so tief in dem Thema drin. Bist du kein Christ? Ich bin kein Christ. Wann hast du die Bibel das letzte Mal durchgelesen? Durchgelesen, also die Bibel ist ja eine Sammlung von Büchern, die liest man ja nicht wie ein Roman, sondern man sucht sich dann das entsprechende raus, was einem das Leben gerade gibt und liest diese ganzen Verse, Psalme und Sachen halt. Und dann, also man liest die ja nicht durch, von vorne bis hinten. Manche schon. Aber okay. Das letzte Mal Bibel gelesen habe ich vor ungefähr 2 Monaten oder so. Da lag ich auf dem Hotelzimmer, da lag ein neues Testament rum und da haben wir gelesen, wie Jesus Christus umkam. Und die, ich glaube, habe ich das schon mal erzählt, die Heiligen stiegen aus ihren Gräbern und irgendwie sowas. Also quasi wird in der Bibel eine Zombie-Apokalypse geschildert, auf die nie jemand eingeht, obwohl das übrigens cool ist. Spannend, das kenne ich gar nicht. Ja, ich glaube, das war Matthäus Kapitel 27, aber nagel mich nicht drauf fest. Aber hat er ja, ja. Hat denn Soulfang die Bibel gelesen? Ich habe die vielleicht während meines Konfirmandenunterrichts so ein bisschen reingeschmökert, aber ansonsten tatsächlich nicht aktiv. Warst du auch 40 Mal in der Kirche? Ja, wir mussten da so ein Büchlein ausfüllen, wo man das immer unterschrieben haben muss, dass man so einem Gottesdienst beigewohnt hat. Ja, ja, wir auch. Das war aber ganz geil, weil man braucht diese 40 Unterschriften, aber wenn man dem Pfarrer gesagt hat, ey, ich war die letzten 6 Mal da, hab dich aber irgendwie nicht erwischt, dann hat er das auch unterschrieben und das Beste war, danach hat es auch einfach keiner kontrolliert. Nee, ich weiß noch, ich war da als kleiner Wanst, war ich da richtig motiviert und bin Was? Da immerhin, doch, ich bin da direkt, als wir das Büchlein, bin ich so jede Woche hin, dann war das plötzlich voll und dann habe ich Ärger bekommen, weil wir das uns ja eigentlich aufteilen sollten, dass wir das ganze Kirchenjahr kennenlernen und nicht einfach ganz schnell abarbeiten. Ist das nicht, warte macht. Mal, hä? Wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Ja, aber gehst, halt nur bis dieses Büchlein voll war, weißt du? Und dann war ich halt irgendwie so nach 3 Monaten durch. Hä, wie gehst du denn in 3 Monaten 40 Mal in die Kirche? Ja, keine Ahnung, da gab es dann auch noch so Sonderveranstaltungen, die auch gezählt haben. Und von der Schule her überhaupt. Ich hatte das auf jeden Fall relativ schnell voll, aber dann hieß es, du kennst jetzt gar nicht das ganze Kirchenjahr. Ja, bei uns war das so, dass man nur zu, also dann stand da irgendwie, weiß nicht, 1. Advent, 2. Advent und so weiter, stand da alles drin. Also jeder Sonntag hat ja da irgendwie so eine Bezeichnung. Mhm. Und das war so, dass man das unterschrieben hat, damit man halt das ganze Kirchenjahr kennenlernt. Oh, das ist klug. Das haben die bei uns wohl nicht so getan. Das wussten die vielleicht, okay. Vielleicht nicht, wie das funktioniert. Ja, kann ja jeder wissen. Haben sie nicht nachgedacht. Mensch. Also ich habe nicht Konfirmation gemacht, ich habe die sogenannte Jugendweihe gemacht. Die gibt es, glaube ich, auch nicht, kennt überall, auch nicht jeder. Überall in Deutschland. Mhm. Und aber ich war einmal zu... Weil ich damals mit einer Person mich getroffen habe, also ein Mädchen, da waren wir so 14, die halt Konfi gemacht hat und ich habe sie begleitet zur Kirchenstunde manchmal, weil die einfach alleine war dort. Es gab sonst niemanden auf dem Dorf, der das machen wollte. In der Jahrgangsklasse und ich fand das ja so lustig und so blöd auch. Also ich habe mich ja nur darüber lustig gemacht dann im Nachhinein, irgendwie, wenn wir dann da raus sind. Aber sie auch, weil sie auch nicht dran geglaubt hat, aber ihre Eltern wollten, dass sie Konfirmation macht. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Das war so meine Kirchenexperience in meinem Teenageralter. Ja, relatable. Ich habe auch in dieser ganzen Konfirmandenzeit nicht einmal irgendwie zu einem richtigen Glauben gefunden und bin ja dann auch aus
aus Überzeugung bin ich ausgetreten. Nicht, weil ich gemerkt habe, dass das auf meinem Gehaltszettel einen gewaltigen Unterschied macht. Aus Überzeugung bin ich ausgetreten. Ja, both bei mir so, würde ich sagen. Also auch so reingeforced. Ich wurde auch nicht geimpft, wie heißt es nochmal? Getauft, genau. Aber läuft auf selbe. Genau, es ist ja das Gleiche quasi, es ist genauso schädlich. Und ich war so nicht mal eins, da bin ich getauft worden, weil es auf dem Dorf so Tradition war. Ja, und dann habe ich halt meine ersten Schauspielsachen gemacht so und habe dann irgendwie Gagen bekommen und da war so irgendwie Kirchensteuer und ich dachte, nee, Alter, fickt richtig, euch. Dies. Bin direkt ins Bürgeramt, hab dann gesagt, hier, ich will aussteigen aus dem Verein und musste 30 oder 40 Euro zahlen für den Austritt. Und ich hab dann dem Bürgeramt gesagt, du bist hier falsch gegenüber dem Standesamt. Es ist ja alles hier in einem Gebäude, der hat mich dann einfach zum nächste Büro geschickt. Oh, okay. Und dann habe ich ja diesen Beleg aufgehoben und ich will damit begraben werden. Mit dem Beleg? Ja, um dann Gott hier zu zeigen, hier, du schuldest mir noch 40 Euro. Na, vor allem, es war ja nicht nur, also ich habe es auch gemacht, da diese 30, 40 Euro bezahlt. Und dann haben die doch gemeint, ja, die Kirche behält sich vor, dennoch noch einen weiteren Monat die Steuern einzusammeln. Ich denke, in welchem Gesetz? Das geht gar nicht. Aber zum Thema sich in der Kirche, man soll ja in der Kirche nicht lachen, weil das ja ein super heiliger Ort ist, ne? Ups. Gott, muss ich mir ganz das Kreuzband spannen. Du darfst ja ganz, ganz schön vieles nicht machen, ne? So bin ich wieder da. Man darf zum Beispiel nicht in die Ecken scheißen. Also ganz komisch. Voll frech. Echt, Spaß. Halt voll komisch. Und auch wenn ich kacken darf in die Ecken. Du musst ja nur sitzen und ganz still sein und deine Liedchen mitdrillern. Und so eine Bevormundung, ey. Ja. Wobei ich die Lieder immer so ein bisschen mochte tatsächlich. Früher habe ich mich immer nicht getraut mitzusingen, aber inzwischen ist es schon so ganz cool. Da sind gute Lieder dabei, das muss ich schon sagen. Ja, die Musik ist gut, das stimmt. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch dieses letzte Abendmahl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man stellt sich einen Kreis und isst irgendwie so übelst dünne Scheiben und dann trinkt man so einen Wein oder Traubensaft, je nachdem, wie alt man ist. Ja. Das ist dann irgendwie der Leib Christi und das Blut Christi. Und der geht halt rum und sagt zu jedem, der Kelch des Heils für dich oder sowas in der Art. Und mein Kumpel meint nur hinten, ich war mit dem in der Kirche, und er meint hinten nur, was sagt der? Der Kelch ist heiß? Und ich so, was? Und diese Vorstellung, dass das einfach irgendwie übelst kochend heiß ist und der einfach nur rumgeht und sagt, pass bitte auf, das heiß, fand ich so scheißend witzig, dass ich es mir aufs Perverseste locker eine Viertelstunde verkneifen musste. Und das halt in der Kirche, Alter. Wir saßen zum Glück auf der Empore, wo nicht so viel war. Wir mussten da übelst, nicht totgelacht, aber es war so dieser übelste Druck, den man im Kopf hat. Man muss halt einfach die Schnauze halten. Großartig. Ich habe es, glaube ich, mal im Podcast erzählt von einer Weile. Als ich 5 war, war ich mit meiner Mom auch in der Kirche zu Weihnachten und wir hatten halt so eine Pfarrerin, die öfter mal gefragt hat, was wir denn jetzt singen möchten, ob es Vorschläge gibt, ne? Und da muss ich wohl runtergerufen haben, ich will Tic-Tac-Toe singen, ich finde die scheiße. Und da hat meine Mom mich dann rausgetragen, mir Mund zugehalten und hat dann draußen sich totgelacht. Und ich dann draußen mit einer Rute verprügelt. Nee, als totgelacht, ich fand das einfach witzig und das erzählt man sich noch heute im Dorf, die Geschichte. Wenn mich Leute wünsche sehen. Mir, du hast von Rammstein. Das gab's dann, glaube ich, noch gar nicht, als ich so klein war. Ach, so ein Mist. Das würde ich gerne mal in der Kirche singen. Kann man ja einrichten. Es ist ja eh gruselig, finde ich. Also ich war ja letztes Jahr nochmal in der Kirche zu Weihnachten. Und wenn da alle so dieses Vaterunser aufsagen, wenn er so, geheiligt werde dein Name, da habe ich mich wie in diesem Umf-Song gefühlt. Was für ein Umf-Song? Augen auf, ich komme. Da ist auch, nee, Quatsch, Gott ist ein Popstar, wo sie auch das machen, heilig werde dein Name. Und das war so creepy in diesen ganzen Altherren- und Frauenchor, das zu hören. Das war schon sehr unheimlich. Wie so sektenartig. Okay. Aber das Ding bei Vater Unser und dem Glaubensbekenntnis ist, dass das alle locker schon tausendmal, also wirklich tausendmal gesprochen haben und einfach keinen Bock mehr haben. Und das geht dann auch in so einen homogenen Murmeln unter. Ja, genau, ja. Ich werde dein Name. So dieser Rhythmus und gleichzeitig versteht man gar nicht wirklich, was die da reden und keiner so wirklich überzeugt, sondern eher so, als wäre man ja auch so geimpftmäßig, dass man das einfach mal runterbetet. Ja? Also ich finde es sehr gruselig, sowas. Gruseliger Effekt. Ja, davon kommt ja die Bezeichnung runterbeten. Ja. Oh. Wir können gleich mal in der Kirche bleiben, denn wir haben den Nekrolog wieder zu füllen. Wir lassen uns quasi im Dorf.
Wir lassen uns quasi im Dorf, nämlich Steve Harrell ist gestorben, wo jetzt viele sagen werden, hä, wer ist das schon wieder? Das ist der Moment, Sänger. Lass mich kurz überlegen, ich erinnere mich, da war was. Das ist der von einem Lied von Schreck, ist das richtig? Ja, genau. Ja, genau. Der Sänger der Rockband Smash Mouth, quasi, der gesungen hat, Somebody once taught me the rap, also All-Star. Und er ist gestorben jetzt. Sehr nah am Copyright-Infringement. Ja, das ist bei mir immer so. Und ich habe noch an demselben Morgen gelesen, dass er wohl sehr krank sein soll und wo angeblich im Sterben liegt. Und dann kam die Meldung ein paar Stunden später, dass er auch gestorben ist. Und ich glaube, es war sowas wie Nierenversagen oder so. Ja, irgendwie sowas in der Art, was einen vermuten lässt, dass es auf einen nicht optimal gesundheitlich optimierten Lebensstil zurückzuführen ist. Da will ich gar nicht aufmachen, diese Vermutung. Aber kann das sein? Weiß das jemand? Leberversagen steht hier. Ja. Er war alkoholabhängig, genau. Ah, das soll ungesund sein. Das ist klassische bei Rockstars. Ja, vor allem wenn man sich dann irgendwie so einen fahrenden Urlaub anguckt, ne, der ist natürlich sehr abstinent, ne? Das stimmt. Ich habe letztens so ein Bild gesehen von irgendeinem amerikanischen Republikaner, der schon irgendwie an die 80 ist und total schon sehr alt aussieht und sehr wackelig ist. Und daneben so Mick Jagger, der gleich alt ist und der ja mit Alkohol und Drogen, glaube ich, einiges gemacht hat in seinem langen Leben. Und dem geht's halt noch wunderbar, ne? Du machst gerade dieses Gegenbeispiel auf. Genau. Ich kann rauchen, manche rauchen gar nicht und sterben dann trotzdem. Hui. Aber in der Tendenz natürlich, wenn man raucht und säuft, so, dann stirbt man schon im Regelfall früher. Ja, vor allem, und jetzt schweifen wir maximal ab, ich finde, die Quintessenz von Gesundheit ist ja nicht, ich will lange leben, sondern ich will mich jetzt gut fühlen. Wenn man Alkoholiker ist, dann fühlt man sich, glaube ich, nicht jetzt gut, es sei denn, man hängt halt an einer metaphorischen Nadel, ne? Ja, ist ja auch immer so ein Argument von Menschen, die rauchen, dass sie halt sagen, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich gerade sagen wollte. Wir sterben ja sowieso alle, so, wo ich sage, ja, aber wenn du rauchst, stirbst du wahrscheinlich viel früher und auch qualvoller unter Umständen, ja, mit Krebs oder irgendwelchen Raucherbeinen und so. Deswegen ist es für mich kein Argument zu sagen, wir sterben ja sowieso, weil dann kann ich mich auch vor den Zug schmeißen und sagen, ey, wir sterben doch sowieso. Es geht ja bei Gesundheit nicht darum, ob man und wie man stirbt, sondern Raucher haben zum Beispiel eine scheiß Kondition, die haben diesen Raucherhusten alles, also und die sind abhängig, die müssen, das ist kein gesundheitliches Ding, aber es geht natürlich auch ums Geld und so weiter. Ja. Das ist, was bei Gesundheit wichtig ist, wenn ich mir jetzt 2-3 Tage lang nur irgendwie Weißbrot und Schokoriegel reinhämmer, dann geht's mir nicht scheiße, weil ich kürzer lebe, sondern weil es mir halt scheiße geht. Das stimmt. Rauchen das Ding halt einfach die Gesundheit im Jetzt, ne? Wie viele Raucher, das kenne ich, die sagen, oh, ich bin früher mal irgendwie Treppen hochgekommen, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, ich rauche so viel, ja, und dann rauchen sie halt weiter, ne? Geht mir auch so, aber nicht wegen Rauchen, sondern wegen meines Asthmas. Ja, gut. Dann empfehle ich dir, kein Asthma mehr zu haben, einfach aussteigen, einfach jeden Tag ein bisschen weniger Asthma, bis du es halt nicht mehr hast. Ja, ich kann ja aufhören, wenn ich will, aber ich will nicht. Ja, fair. Du kannst jederzeit aufhören. Wer jetzt auch aufhören muss mit Schindluder treiben, das ist der Anführer der Proud Boys. Kennt ihr die Proud Boys? Ich entsinne mich, die sind ja paradoxerweise so auch ein bisschen schwulenfeindlich, sowas in die Richtung, ich weiß es nicht. So halt einfach so eine Männercrew, die halt sehr auf heterosexuell macht, aber in Wirklichkeit klingt der Name so, als wären sie es nicht. Ich wollte es ganz genauso sagen, ja, das ist ja eigentlich eine rechtsradikale Miliz, die Proud Boys, aber es klingt echt wie so eine CSD-Laufgruppe. Ja, genau. Weil die auch sehr proud sind. Jetzt bin ich erstaunt. Nee, die sind damals bei der Stürmung des US-Kapitols sind die mitgelaufen, wo auch ganz vorne, 2021. Und der Anführer der Proud Boys, Enrique Tarrio, der ist jetzt quasi ins Gefängnis gekommen für 22 Jahre, was die längste Haftstrafe ist bisher im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm. Mhm, okay. Das ist schon heftig. Es ist eine lange Zeit, aber finde ich gut. Das grenzt ja an lebenslänglich. Also, wenn man bedenkt, halt, ja klar, gute Führung und so weiter gibt es alles, aber du kommst ja dann nicht früher als 15 Jahre raus. Ich weiß nicht. Mhm. Wofür wurde er denn verklagt? Für die gewaltsame Sturm des US-Kapitols. Aber jetzt nicht konkret, was er jetzt da genau gemacht hat, aber einfach nur wahrscheinlich mit angestiftet haben und seine Proud Boys da reingeführt haben. Okay, also für die Organisation mehr oder weniger, also jetzt nicht irgendwelche Leute auf die Schnauze gehauen, die dann im Nachhinein gestorben sind oder so.
Würde ich jetzt mal sagen. Also ich wüsste nicht, dass er jemanden umgebracht haben soll. Okay, vielleicht schiebe ich noch einen Fact-Check hinterher. Das wird sich auf jeden Fall in der Beschreibung finden. Ach, machst du sowas? Krass. Ja, ich habe überlegt, ob ich das mal mache, aber du weißt ja, der Aufwand. Es ist ja auch eigentlich voll sinnvoll. Ich finde das mal ganz gut bei anderen Podcasts oder TV-Shows, wenn die so Fact-Checks haben, weil ich mir die echt gerne angucke. Aber du brauchst halt echt die Kappas dafür. Und gerade im Brennpunkt kann sich das schon lohnen, so einen Fact-Check zu machen. Ja, wir haben jetzt die Kappas. Solving, was sagst du zu diesem Fact? Ist er gecheckt? Ich checke diesen Fact gerade. Kappa. Und die sind wohl der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen worden. Ah. Okay, also das offenbar cool. nicht handgreiflich geworden. Ja, das können wir theoretisch auch mal machen. Was kann man denn in Deutschland stürmen? Also es gab ja diesen ziemlich traurigen Versuch, das irgendwie mehr oder weniger am Bundestag zu kopieren, wo es dann aber irgendwie drei Polizisten mit dem Schlagstock geschafft haben, das sind irgendwie 100 Leute aufzuhalten. Ja, das reicht halt schon. Ich glaube halt, dass die Deutschen einfach zu feige sind. Die sind immer sehr so auf Krawall gebürstet und haben die große Klappe. Aber es ist schon so ein Bild, dass sie irgendwie alle denken, ja komm, wir machen jetzt was. Und dann machen die das und sind kurz davor und dann sagen sie, ach nee, ich muss auch wieder zur Arbeit morgen. Lieber nicht. Das ist so mein Eindruck. Traut sich nicht mal in den scheiß Bundestag einzumarschieren. Ist ja gut so, ja, aber es ist schon ein Bild, würde ich mal sagen. Ja, naja, feige ist es eher dieses Labern von dieser Seite, ohne sie jetzt beim Namen zu nennen, ne? Das Gerede, also wir werden es sehen, wenn die AfD irgendwo zum ersten Mal in der Macht ist, dass die halt deutlich mehr labern, als sie tun. Jetzt habe ich die Seite ja doch genannt, scheiße. Ist ja, aber, egal, meinte ich was anderes. Ja, aber es ist ja schon in der Geschichte, ja auch die NS-Zeit, die NSDAP und so weiter. Das Dritte Reich hat ja nur so funktioniert mit, ich gebe die Verantwortung. Ja, die haben nur gesagt, wir rotten die Juden aus, aber haben die was gemacht? Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, das war so sehr, die schieben die Verantwortung so ab. Alle waren so ein kleines Zahnrad irgendwie und die waren's. Ich habe jetzt vor kurzem eine dreiteilige Doku gesehen über die Nürnberger Prozesse. Und wie feige die da alle aufgetreten sind, wir wussten davon nichts und ich habe nur Befehle ausgeführt, das ist so lächerlich und das haben die auch schon bewusst so gemacht damals, dass sie halt gesagt haben, die versuchen irgendwelche nützlichen Trottel da irgendwie an die Spitze zu bringen und wir versuchen irgendwie eine ganz kleine Zahnräder zu sein, damit wir ja am Ende sagen können, ich war es gar nicht, es war alles der böse Hitler oder das waren die und die Personen, aber ich war es überhaupt nicht. Am Ende waren sie alle am Galgen so oder fast alle, die bei den Prozessen waren. Aber trotzdem war das einfach nur unglaublich feige. Ja, das ist genau dieses Ding, wo man auch drauf achten muss, wenn man, es ist jetzt ein hässlicher Vergleich, aber wenn man irgendwie ein Teil von einem System ist, das halt scheiße ist und man zum Beispiel sagt, ja, komm, ich bring die Kuh ja nicht um, ich esse das ja nur, zum Beispiel. Ja, das ist auch nur sowas zum Beispiel in die Richtung. Ne? Und keiner hat, also schon, aber wenn man jetzt zum Beispiel an so Geschichten wie Gaskammern denkt, wer hat diesen Mord denn begangen? Der das beauftragt hat, der an irgendeinem Rad gedreht hat, der die da reingeschickt hat, in irgendeinem Ventil so. Keiner hat diesen Mord so richtig begangen. Einer hat nur gesagt, ja, ich habe das gemacht, weil der hat das gesagt. Und der andere sagt, ja, ich habe das ja nur gesagt, ich habe das ja nicht gemacht. Ne? So. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist wieder in finstere Richtung, bitte. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Team. Ach, ja. Ja, quasi. Ja. Deswegen gab es ja auch viel so Beihilfe zum Mord und so, weil es nicht mal so eindeutig zu klären war, wer da eigentlich jetzt verantwortlich war. Ja. Von wo schweifen wir eigentlich gerade hier schon wieder ab? Proud Boys. Richtig, ja, okay. Ja, genau, vom Bundestag, ja, genau. Also wie schaffen es wir, mal eine Verschwörung anzustiften? Wir jetzt? Mhm. Damit wir auch so einen coolen Titel kriegen. Ach so, stimmt. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, glaube ich. Aber ich finde es witzig, wenn man so ein imaginäres Rathaus besetzen würde. In irgendeiner kulturellen Kleinstadt. Das wäre doch mal ein Anfang. Ist die Tür eigentlich offen? Ja, man kommt, glaube ich, in dieses imaginäre Gebäude rein. Ja, dieses imaginäre Gebäude, was mal schön aussah und jetzt hässlich ist, ja. Findest du, es ist hässlich? Ich stelle mir gerade imaginären Gebäude vor, das früher besser aussah, ja. Verstehe. Aber ganz kurz zu den Proud Boys, ich habe noch eine Überleitung zum CSD in Erfurt. Da habe ich nämlich verfehlte Schlagzeile von Landeswelle Thüringen gesehen. Und zwar, ich lese mal vor... Christopher Street Day in Erfurt, hier kommt zu Behinderungen. Das fand ich irgendwie witzig. Die Landeswelle, die habe ich früher immer gern gehört, als sie noch einen 50-50-Mix hatten. Ja, haben sie nicht mehr wahrscheinlich, ne? Haben sie, glaube ich, nicht mehr. Naja, ist ja eigentlich ein Gag, der auf der Hand liegt.
Ich bin ja auch die ganze Zeit schon dafür, dass der Spastfaktor mal irgendwie Behinderung im Bahnverkehr oder so macht, aber der weigert sich, der sagt, der Gag ist ja zu offensichtlich. Aber ich nehme an, das war kein Gag. Wir haben auch schon viel diskutiert, ist sein richtiger Name eigentlich bekannt? Darf man das sagen? Ja, der ist auf jeden Fall bekannt. Okay, also Peter und ich haben uns schon oft unterhalten, so, was darf man sagen, was nicht. Und er ist ja auch so der Auffassung irgendwie, dass man irgendwie erst Humor ja irgendwie vieles darf und dass er auch so Begriffe, die ich jetzt nicht im Mund nehmen würde, er ist okay fände, wenn ich die sage. Das ist voll interessant. Ich habe ja Heilpädagogik studiert, also mit Behinderten quasi arbeiten und so weiter. Und das habe ich meinem Professor geschickt, so ein paar Videos von Peter, und er meinte, dass er es voll spannend findet und es auch vielleicht in seinen Vorlesungen mal zeigen möchte. Um eben mal diese beiden Seiten zu zeigen. Also wir wurden ja ganz krass getrimmt auf, man muss halt irgendwie sagen, statt Menschen mit Behinderungen, Menschen, die behindert werden, zum Beispiel kann man auch sagen und so. Mhm. Also diese Begriffe ständig wandeln und immer irgendwie neue Sachen aufkommen. Das ist aber auch Menschen wie halt Peter, der ja selbst Betroffener ist und das halt ganz locker sieht, um das mal in Diskussion zu stellen. Das fand ich ganz gut. Ja, logisch, kann man aufmachen, das Ding. Also es gibt ja auch Dunkelhäutige, die sagen, es ist völlig okay, ne? Trotzdem ist es natürlich absolut nicht angebracht, wenn man das jetzt irgendwie in den Mund nimmt, bababab, ne? Ja. Thema N-Wort. Ich hatte eine News, die hatte ich eigentlich gar nicht, aber kürzlich wurde mir ein Video vorgeschlagen, dass der Herr Palmer irgendwie wieder zurück ist. Kann das sein? Boris Palmer? Ja. Echt? Da saß er drin, dass er jetzt nachgedacht hat und dass er das Wort jetzt nicht mehr sagt. Ach, schön. Ja. Nein, er hat das schon gut begründet und ich verstehe schon alles, aber das nur mal, wo wir gerade über das Thema reden. Na, es ist doch toll, also das wollen ja Menschen erreichen, die Kritik äußern, dass er sich ändert, sich entschuldigt und so. Wenn das N-Wort wenigstens nicht mehr sagt, ist schon mal ein Anfang, aber man hat ja gemerkt, dass in ihm drin schon sehr viel Rassismus steckt und dass es einfach nicht rafft, dass er rassistische Sachen äußert. Also nicht mal diese Begrifflichkeiten, aber schon als es diese Bahnwerbung gab, wo sie auch viele dunkelhäutige und nicht deutsche Menschen abgebildet haben und er dann irgendwie meinte, was soll das denn für eine Gesellschaft abbilden? Das ist jetzt das neue Deutschland oder was? Das ist ja auch eine Form von Rassismus und das rafft er halt einfach nicht. Ich glaube, was er nicht rafft, ist die Art und Weise, wie er sich formuliert, weil der Gedanke dahinter, den kann man schon zur Diskussion stellen. Aber ja, wenn er sowas halt tweetet, Alter, dann ist natürlich klar, dass ein übster Backlash kommt. Dem sollte man einfach vorausgreifen können, so geistig. Ja, voll. Aber er hat jetzt einen Coach. Er hat jetzt einen Coach und der hat gesagt, Junge, fahr dich mal ein bisschen runter. So im Wesentlichen. Das brauchen einige im Bundestag oder einige in der Politik. Die bräuchten so eine Art Beratung, Beraterin oder Berater, die auch mal sagen, ey, weißt du was, halt's Maul. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie für hohe Politiker immer Berater, aber ich weiß nicht, ob die sagen, halt's Maul. Stell dich vorne hin, eineinhalb Minuten Redezeit und halt einfach mal das Maul. Ja, stimmt. Aber wäre angebracht bei manchen Leuten. Bei denen da oben. Jedes Mal, wenn ein gewisser ehemaliger Gesundheitsminister antritt und probiert, Oppositionsarbeit zu machen, denke ich mir das, was sich der Berater da sagen sollte. Aber ich habe keinen Namen. Ich habe übrigens einen Wunsch an dich, Herr Rodes. Ja, was? Nämlich ist es die ESC-Bewerbung eröffnet. Man lässt sich jetzt für den Eurovision Song Contest bewerben für Deutschland. Mhm. Und ich möchte, dass du einen Beitrag machst. Ich möchte, dass du einen einreichst. Ich will dich sehen nächstes Jahr auf der großen Bühne. Einfach aus Gründen. Okay, also was ich ja letztes Jahr geil fand, war dieser kleinwüchsige Asterix. Ich hätte gern sowas, aber natürlich nicht dasselbe. Was könnte man da nehmen? Erstmal brauchst du ja einen Song. Erstmal musst du Scheiße! Oh Mann. Erstmal musst du ja einen Song schreiben. Ich bin kleinwüchsigen Asterix. Du musst erstmal einen Song schreiben, der nur 3 Minuten sein darf, nicht länger. Also vielleicht so 10 Sekunden Toleranz, aber so 3 Minuten müssen die ungefähr gehen. Es darf nicht politisch sein. Mhm. Und die auf der Bühne dürfen nicht mehr als 6 Personen sein. Das sind so die Regelungen. Also Rammstein dürften gerade so auftreten dort, weil die ja zu 6 sind. Meinst du, die dürften da auftreten? Bestimmt. Na, was heißt, die auftreten? Ist unter der ESC-Bühne eine Sackbox? Noch nicht, aber vielleicht gibt es die eines Tages. Ja, also wenn sich Rammstein bewirbt, dann sagen die nee, und nur unter der Bedingung, dass sie da das und der Song ist dann 1 Minute, dann verschwindet er 1 Minute und dann kommt er wieder raus, damit er auf die 3 Minuten kommt. Das wäre actually ganz, spannend. Ja, so. Ja, aber mach das mal. Ich habe nicht so viel Zeit. Und der Song muss auch original sein. Das heißt, du darfst nicht irgendwie ein Freebeat benutzen und darf auch kein Cover-Song sein. Es muss halt selbst geschrieben sein und darf erst zum 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein. Das sind die Regeln. Und jetzt ruhe das, go. Okay, ich mach das. Mach ihr zu zweit weiter, ich bin dran. Ich schreibe mir jetzt gerade Noten auf einen Zettel.
Also für alle, die jetzt gerade zuhören und Musik machen können, einfach bewerben. Ich will, dass sich ganz viele Nostagrafikis bewerben und ganz viele Podcast-HörerInnen sich bewerben, dass wir mal wieder richtig geilen Beitrag haben. Wenn wir schon mal beim Thema NDR dann wieder Noten und Musik mach. Sind. Blink 182, kennt ihr? Mhm. Ja, klar. Ja. Die sind ja gerade hier so auf Tour, wo ich auch am Samstag in Köln auf dem Konzert bin. Und als ich da letztens gegoogelt habe, hier mit Einlass und überhaupt, habe ich gelesen, zu denen gibt es ja auch News, nämlich wurden da die Konzerte, die zwischen dem 1. und 5. September in England stattfinden sollten, tatsächlich abgesagt, verschoben, weil die Frau des Schlagzeugers, Travis Barker, der ja mit einer Kardashian verheiratet ist, die musste irgendwie notoperiert werden wegen der Geburt ihres Kindes. Oh, das ist ja nicht cool. Kourtney Kardashian, genau heißt die. Und ja, war auf jeden Fall eine News, ist aber alles gut gegangen. Die Kourtney ist auch mittlerweile da wieder aus dem Krankenhaus draus, aber war wohl so hart, dass der da gesagt hat, okay, da fliege ich jetzt mal nach Kalifornien und stehe da meiner Frau bei. Wir verschieben die Konzerte in England, aber die machen jetzt weiter. Ich habe mich schon gefragt, warum kann man nicht trommeln, wenn die Frau irgendwie, aber klar, wenn es auf der anderen Seite der Welt ist und man dafür ein Händchen halten will, ist das natürlich noch als lieber. Ja, ja. War das nicht so, dass als diese Titan da gesunken ist, dass der eine Sohn von dem einen Millionär trotzdem auf einem Konzert war? War das nicht sogar auch Blink oder war das eine andere Band? Als was passiert ist? Fact-check. Da brauchen wir jetzt die nötigen Kapos. Ich google mal ganz kurz. Okay, währenddessen äußere ich mich. Ja, das war so, Blink, genau. Also der Stiefsohn eines Titan-Passagiers war auf dem Blink 182-Konzert. Und meinte irgendwie, ja, Herbert Karten dafür gehabt und geht trotzdem hin, wird schon alles gut gehen mit meinem Vater. Ach, der hat erhalten, die geht da jetzt gerade unter oder was? Der wusste das, dass der Vater noch verschollen ist, aber ist er auf dem Konzert gesehen worden. Von Blink. Was soll er machen? So, soll er tauchen und gucken, ob der Vater da ist? Oder ich meine, einem sind ja die Hände gebunden. Was hätte er machen sollen? Naja, der Familie beistehen, der Mutter beistehen, weiß ich nicht. Das war so ein bisschen die Kritik zumindest, die man geäußert hat. Dass er irgendwie auf ein Konzert geht und da irgendwie auf Good Time macht, während der Vater da vermutlich irgendwie am Krepieren ist. Die Kritik verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Guck mal, manchen Leuten hilft es ja, wenn Scheiße passiert, dass sie sich halt ablenken. Und wenn du da auf ein Konzi gehst, ist das vielleicht sogar irgendwie nachvollziehbar, finde ich. War jedenfalls eine sehr große Schlagzeile, das fand ich sehr interessant, auch mit der Verbindung jetzt zu diesem Vorfall. Und auch, ich finde die Verbindung ganz interessant, also ich hätte jetzt keinen Blink-Typen erwartet, der mit einer Kardashian zusammen ist. Ja, hab mich dann auch so, als ich das recherchiert habe, sie sind wohl seit letztem Jahr verheiratet, dachte ich auch, okay, interessant, hätte ich jetzt auch nicht in Verbindung gebracht miteinander. Ja, ich bin irgendwie so raus aus diesem Ding, was hat es denn mit den Kardashians auf sich? Das sind ja Prominente, soweit ich weiß, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Na, so ein Familienclan irgendwie, ne? Irgendwie sind die bekannt. Ich glaube, einer von denen, war das nicht sogar so, ja, die Kardashians, einer ist auch von denen ganz bekannter Sportler oder so gewesen. Mhm. Und dann war das ja noch hier mit Kim Kardashian und, Ja. Ich weiß nicht, was bei den Kardashians dahinter steckt. Ich weiß nur, dass die halt so eine Reality-TV-Show hatten. Ja, genau, ist halt Reality-TV-Stars, okay. Influencer, Models. Und dass man da von einem Blink-182-Menschen nicht erwartet, dass er sich herablässt, da mit jemandem so jemanden. Ja, nicht herablassen, das ist einfach nur, das sind ja völlig verschiedene Welten. Also ich würde auch nicht sagen, dass das Blink irgendwie besonders irgendwie erhoben ist, sondern einfach nur so diese so eine Punkrock-Band. Und gerade ist ja auch der Typ, sehe ich gerade, der mit den Nackentattoos und so, der schon sehr badass aussieht, dann mit so einer Kardashian zusammen ist. Das fand ich einfach ein witziges Bild, das hätte ich es nicht erwartet. Okay. Naja, auf jeden Fall, die Operation ist gut gegangen bei der Kindesentbindung. Ich hoffe, dem Kind geht's gut, das ist ja die Hauptsache. Baby geht's gut. Baby geht's gut. Allen geht's gut. Sehr gut. Können wieder trommeln. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass eine kleine Erfurter Band jetzt ein Lied darüber macht, dass es dem Kind hauptsächlich gut gehen sollte. Das wäre ja geschmacklos. Findest du? Okay, dann ja, geht gar nicht. Das ist ja Abschaum. Also, wer sowas macht, ist Abschaum für mich. Ich pendel hin und her. Es gibt noch was Abschaum und verachtungswürdig ist, aber ich will eigentlich gar keine Aufmerksamkeit darauf lenken, aber ich probiere es mal irgendwie zu umschreiben. Ihr erinnert euch tatsächlich noch an die RTL Gamescom-Doku von 2011, oder? Mit dem großen Skandal eines Weimarer YouTubers.
Nee. Wo es hieß, die duschen sich alle nicht und sowas. Die duschen sich alle nicht. Ach, die, okay. Dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Irgendwann im Leben eines Jugendlichen kommt es an den Punkt, wo er sich entscheiden muss, ob er sich von seinem Geld den neuen Rasierer oder das neue Videospiel kauft. So von wegen, man sieht das so. Und es gibt eine inzwischen in der Versenkung verschwundene, damals sehr glorreiche TV-Show von ProSieben, die auch auf der Gamescom waren und ähnliche lame Scheiße abgezogen haben. So, die sind auch zu einem Cosplayer hin und meinten dann sowas wie, ach krass, ich hab dich ja auch damals bei der Stürmung des Kapitols gesehen und so weiter. Also es war unter aller Kanone. Aber ich glaube, man kommt nicht drum rum, sich den Beitrag anzugucken, um zu erfahren, wie scheiße der ist. Also wer sucht, der findet. Können wir alles verlinken in der Videobeschreibung, wie den ganzen Fact-Check und so, genau. Auf jeden Fall. Ganz anderes Thema, also es gibt ja auch TV Total und das ist ja inzwischen ja fürchterlich geworden. Ja, das nur am Rande. Ich muss sagen, rückblickend war es schon immer furchtbar. Vielleicht waren so die ersten Staffeln noch cool, wo es so wöchentlich war. Da war Rab auch sehr einfallsreich, aber wenn ich mir jetzt immer noch so alte Folgen angucke auf YouTube und so, also es ist schon immer unterirdisch gewesen, es ist mir einfach nicht aufgefallen früher. Okay, also ich habe damals bei dieser Sendung mindestens einmal gelacht, immer. Also es war, ich habe sie super gern geguckt. Er schließt sich ja nicht aus, aber so im Nachhinein irgendwie, weiß gar nicht, wer das war, irgendeinen, ja, Kurt Krömer, der hat mal in einem Interview gesagt, dass er Stefan Raab also richtig schlimm findet und immer schon schlimm fand, weil er nämlich einer der Komiker ist, der nach unten getreten hat. Ja, ist Krömer nicht der, der eh seine Schnauze halten soll? Wieso? Nee, warum? Weil der nicht geht. Ja, Imsen, vergiss es, Alter. Ja, lassen wir. Machen wir mal einen Hörerwunsch zu, wirklich. Also, zu Kurt Krömer, ich finde witzig. Ich mag den. Also ich trete nur nach Kurt Krömer. Mit liebe meinem Leute, Humor. Liebe Leute, wer mehr wissen möchte, jetzt kommt hier eine Möglichkeit, Geld zu spenden. 20 Euro an einen Hörerwunsch quasi. Dann können wir über Kurt Krömer sprechen. Da freue ich mich ja drauf. Nee, also der war ja auch, der hat diese neue, relativ neue Sache gemacht, wo er sich irgendwelche Leute eingeladen hat und wenn die probiert haben, sich zu erklären, dann war der immer gleich so, ja, aber das ist doch scheiße, das ist doch dumm, verpiss dich und so weiter. Es ging überhaupt kein bisschen, Alter. Ja, die waren, also nicht alle Folgen davon von Shea Krömer waren wirklich gut. Ich mochte auch die mit Amthor nicht, aber sonst so hat er so einige schönen irgendwie fertig gemacht und das fand ich irgendwie, ich meine, die wussten ja, worauf sie sich einlassen, ne? Der hat ja auch so. Ja, ich meine, wenn man da hingeht, dann braucht man auch nicht glauben, dass man da nur Schach spielt, ne? Ja, eben, also Frau Gepetri und Erika Steinbach und so. Das war schon ganz cool, wie er die so sitzen lassen hat, so, oder auflaufen hat. Das fand ich witzig. Aber wie gesagt, nicht alle Folgen waren wirklich, wo ich auch gesagt habe, das war jetzt irgendwie gut pariert. Manchmal war es auch einfach ein bisschen einfach und nur schlecht gelaunt. Hätte ein bisschen mehr rausholen können, aber ich bin trotzdem ein Riesenfan von ihm. Ja, substanzlos. Aber gut, mein Humor ist vielseitig und subjektiv. Das ist ja völlig in Ordnung. Ist sowas auch subjektiv ist die persönliche Wahrnehmung, wie man sich übergriffig verhält. Habt ihr von dem Fall gehört von Andreas Kieling? Warte, wer war das nochmal? War das hier die Bache? Nee. Ich hätte gern ein Glas Maggi. Warte mal, war das der? Nee. Warte, ich guck mal eben ganz kurz. Weiß ich nicht. Aber der war bei Seven vs. Wild. Vielleicht klingelt es ja jetzt. Der aktuelle Seven vs. Wild-Skandal. Nee, das klingelt nicht, weil es mich nicht interessiert, aber führ gerne aus. Der hat da jedenfalls teilgenommen bei Seven vs. Wild, Andreas Kieling, und das ist so ein alter Survival-Dude, irgendwie das schon fürs Fernsehen lange macht und Bücher geschrieben hat und so weiter. Und der hat wohl kurz bevor die quasi, also die haben sich alle getroffen, diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seven vs. Wild, haben wohl ausgelassen gefeiert. Und dann hat er mit einer YouTuberin, ich weiß gar nicht welche das war, irgendwie getanzt. Und instant ist seine Hand in den Arsch gerutscht. Mhm. Also hat sie relativ schnell bekrapscht, was sie sehr unangenehm fand. Und sie hat sich dann halt auch beschwert über ihn bei der Produktion. Und die haben ihn dann quasi dann rausgeschmissen aus der Sendung. Und er ist halt völlig perplex, weiß nicht, was er falsch gemacht haben soll. Mhm. Wie hat er denn, also hat sie denn bei dieser Berührung sofort reagiert und gesagt, lass das? Und wenn ja, wie hat er darauf reagiert? Weil das finde ich halt wichtig. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich kann ganz kurz fact-checken parallel. Oh ja, wenn wir da die Kappas haben, das wäre klasse. Seven vs. Wild, das ist der aktuelle Stand nach dem Rauswurf von Andreas Kieling. Also er ist jedenfalls nicht einsichtig bis jetzt. Also er hat immer noch gesagt, irgendwie, er kann es gar nicht verstehen. Das ist blöd. Und welche YouTuberin war das denn? Das war Ann-Kathrin Ben-Dixon. Noch nie gehört. Ich kenne nur Ben Lexer. Vorfall gekommen sein. Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin und Ben Dixon, Affe auf Bike heißt sie wohl bei YouTube.
Wow, und Andreas Kieling. Noch nie gehört. In der Vorbereitungsphase. Redet gerne mal. Ich werde ganz kurz den Artikel mir angucken. Ja, ich frage mich halt immer so ein bisschen, ob das. Also klar, ist total doof, sobald sie sich scheiße fühlt, was ein Fehler. Aber ich frage mich halt immer so, was die Intention dahinter ist. Hat er vielleicht ihre Signale falsch gedeutet und dachte, es ist vielleicht angebracht, das zu tun? Und wenn sie dann sagt, Alter, lass den Scheißen, er sagt, sorry, dann ist es nochmal was anderes, als wenn er halt die ganze Zeit nicht versteht, was er falsch gemacht hat. Das wollte ich nur mal kurz zur Einordnung sagen, aber das ändert natürlich nichts daran, dass es Zonen gibt, die man einfach nicht berührt. So. Also ich finde jetzt auch gerade keine genaue Schilderung. Ich finde jetzt aber nur, dass er sich entschuldigt hat bei ihr und sie es angenommen hat und es für sie erledigt ist. Okay. Aber dass es wohl trotzdem einfach eine Grenzüberschreitung war. Und hier beschreibt Meinecke, also Fritz Meinecke, die Hand wanderte innerhalb von wenigen Millisekunden komplett in den Arsch. Da wurde nicht zugelangt. In? Rein oder was? Nee, also an den Arsch. Sorry, ich habe mich verlesen. An den Arsch. So passiert. Das ist, aber ganz ehrlich, das ändert die Brisanz, wenn du jetzt sagst, in oder an. Ja, da wurde richtig zugelangt, gepackt, gedrückt. Also es war nicht irgendwie so hoch, sondern es war schon halt richtig, richtig wohl zugedrückt an dem Po innerhalb von Millisekunden, das geht einfach nicht. Ja, egal wie die Stimmung ist und egal was man für eine Party macht, du krabst niemanden an den Arsch, ohne vorher zu fragen. So, Punkt. Ja. Aber ja, so wie du es gerade beschreibst, geht's auf jeden Fall nicht. Ja. Und es war nicht in den Arsch, war nur an den Arsch. Okay. Hätte er sie noch aus Versehen weniger Millisekunden gefistet, dann hätte ich ja jetzt natürlich auch die Story nochmal anders gesehen, ne? So, ja, ups. Ja. Fisting aus Versehen, ja, ist mir auch nicht schlecht. Ja. Jetzt war mal ein bisschen still, hast du noch eine News für uns? Ich habe noch eins, und zwar bei YouTube ändern sich jetzt die Werberegelungen. Ihr seid doch so YouTube-Leute, habt ihr da mehr Ahnung von? Nö, ich habe seit Jahren nicht mehr monetarisiert. Sorfeng, vielleicht bist du da drin im YouTube-Werbung-Game. Tatsächlich nicht so. Ich habe gar keine YouTube-Werbung. Also hier steht, neue Video-Uploads bekommen ab sofort nur noch die Möglichkeit, Werbung vor oder nach dem Video abzuspielen. Optionen wie Pre-Roll, Post-Roll und die Wahl für Skippable oder nicht Skippable Werbung wurde entfernt. Heißt das, die ist jetzt immer Skippable oder heißt das, die ist jetzt nicht mehr Skippable oder heißt das, YouTube entscheidet das? Ist auch, dass zwischendrin keine Werbung mehr kommt? Also laut dem hier nur noch die Möglichkeit, Werbung vor oder nach dem Video abzuspielen. Ist ja erstmal gut. Man wird also in seinen Möglichkeiten beschnitten, ja. Also Monetarisierung über YouTube-Werbung ist eh ein Auslaufmodell. Die meisten Leute hauen ja dann ihr Virtual Private Dings da, ihr VPN da irgendwie rein, den sie bewerben. Deren mit YouTube nichts zu tun haben, verdienen daran ihr Geld, ne? Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls betrifft es erstmal nur die neuen Uploads. Also nicht Sachen, die jetzt schon oben sind, sondern es sind die neuen Uploads. Ja, aber kann ja nur weniger nervig sein. Aber ich sag mal, es gibt ja Mittel und Wege, wie man die Werbung gut überspringen kann. Zum Beispiel, ich gehe immer auf Toilette, wenn die Werbung läuft. Ne? Oder weggucken aktiv. So schafft man es, die Werbung auf YouTube zu überspringen. Oder gar nicht erst zu sehen. Also es ist auch viel geworden, es ist auch echt viel Werbung geworden. Das ist schon manchmal anstrengend. Das ist echt nach und vor jedem Video, dass man so einen Werbeclip sehen muss. Das ist schon, oder auch dann zwischendurch nochmal. Ich weiß, wenn ich bin ja gerade so in diesem Let's Play-Modus drin, dass ich mir so City Skylines Let's Plays angucke. Tinker, und du bist locker 12 Jahre zu spät. Ja, ist immer so. Okay. Und jedenfalls kommen dann vor dem Video kommen so zweimal 30 Sekunden so Werbung, dann mittendrin nochmal irgendwie 3 Blöcke innerhalb dieser 20 Minuten, danach nochmal irgendwie eine Werbung. Das ist schon richtig viel inzwischen. Okay. Welche Let's Player schaust du so? Eigentlich nur einen, und zwar Debi-Sim, Debitor. Ah, der Debi, den mag ich gerne gucken. Ja, der ist ganz witzig, er ist manchmal, er wiederholt sich sehr viel und ich bin nicht mal einer Ansicht, die er so hat, aber er macht einfach sehr witzig und hat Ahnung von dem Spiel, und das reicht mir eigentlich völlig aus. Ja, ich habe nur noch abonniert Cold Mirror Games, das gucke ich aber eher selten. Und das Mirko-LP, aber der hat jetzt auch seit sehr, sehr vielen Jahren nichts mehr hochgeladen. Aber wenn der wieder Let's Plays machen würde, das wäre großartig. Also wenn du zuhörst, wie gesagt, der war damals, als Let's Plays irgendwie so noch im Aufstreben waren, wo ein großer Let's Player seine, weiß ich nicht, 15.000 Abonnenten hatte. Da war der halt ein Ding, da hat er immer solche frustrierenden Games, die ein bisschen schwieriger waren, so Mega Man und so, und hat dann auf die Entwickler geschimpft. Das war immer ganz witzig. Ich habe das gern geguckt. Aber das war denen dann, glaube ich, irgendwann peinlich und hat es wieder runtergenommen. Schade. Ja, ich habe noch so ein paar Waffenlieferungsdinger mit Ukraine.
Oh, gib Gas. Da hat sich ja wohl hier Nordkorea und Russland getroffen, um Waffenlieferungen zu besprechen. Ich habe gesehen, dass sie sich getroffen haben, aber krass wegen Waffen. Ja, die Guten aus Nordkorea. Genau, genau. Also ich weiß jetzt nicht ganz, was bei rumgekommen ist, aber da gab es wohl ein Treffen. Und USA hat da schon gedroht mit, wenn ihr das macht, dann hat das wiederum von uns Konsequenzen. Ja, das ist ja ganz praktisch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die diesen nordkoreanischen Waffen irgendwie für die Russen was drehen. Aber es hat halt den Vorteil, dass es dann, sag ich mal, wieder einen Grund gibt, dass der Westen wieder was liefern kann. Und das ist ja genau das, was wir benötigen. Ja, also was im Anschluss man noch sagen muss, USA hat dann auch begonnen, jetzt die umstrittene Uranmunition an die Ukraine zu liefern. Ja, genau. Das habe ich noch nicht ganz durchstiegen. Das Uran, welche Aufgabe hat das in der Munition? Dass es mehr Puff macht, oder? Ja, also das ist mehr Puff höhere Zerstörungskraft, aber damit einhergehend auch die Zerstörung der Böden, auf denen das eingesetzt wird und deshalb sehr umstritten. Ja, so gesehen zerstört die Ukraine nur ihren eigenen Boden, ne? Das müssen die ja. Ja, ja, quasi. Ja, es wird quasi nicht mehr attraktiv wahrscheinlich für die russischen Leute, ne? Macht unseren Boden selbst kaputt, dann will da vielleicht keiner mehr rein. Ah, stimmt, die schießen gar nicht auf Leute, die machen einfach den Boden so scheiße, die Russen denken, okay, komm, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr besitzen. Ja, perfekt, super, ja, super. Ja, smarter Gedanke. Ich glaube, wir haben hier Drittelwissen mit drin, aber vielleicht stimmt es auch einfach. Wir müssen auch die Woche bewerten langsam, wir kommen jetzt zum Ende. Ich habe noch so viele Punkte. Also das Ding ist, um kurz darauf einzugehen, tatsächlich so gar nicht mal so viel die Woche, aber wir haben halt einfach einen Kanzler mit einer Augenklappe, ne? Das ist schon nichts. Also für die Meme-Page ist auf jeden Fall viel passiert. Das war das große Meme-Game. Der Rest, was drumherum passiert ist, fand ich so... Meh. Ja, so mittel, ne? Klar, eine große Meme-Legende ist gestorben mit Steve Harrell, das darf man nicht vergessen. Ja, das auch. Aber das waren halt so die zwei Punkte, ne? Hier Olaf Augenklappe und Smash Mouse tot. Das steht ganz oben auf meiner Liste und ich hatte gehofft, dass diese Woche vielleicht ein bisschen mehr passiert, wenn ich mal hier bin, aber darauf hat sich dann so beschränkt. Shit, da müssen wir dich nächste Woche wieder einladen, oder? Wollte ich gerade sagen, darfst gern wiederkommen. Ja, wenn tolle Sachen passieren oder Sachen, zu denen ich reden kann, dann würde ich mich nochmal... Ach toll, du kommst nur, wenn die Woche geil ist. Wenn ich dann wenn ist ich dich da bin, dann wisst ihr ja schon, ist nichts passiert. Okay. Also ich würd nicht höher als eine 3 gehen. Vielleicht maximal eine 4, aber nur, wenn ihr mich überredet. Okay. Tino, bitte eine 4. Ja, also ich hatte auch 4 im Kopf, bitte. Aber ich würde auch auf 3,5 runter. Aber wenn Herr Rode schon so bitte 4 sagt... Na, dann müssen wir jetzt Mittelwert bilden. Was haben wir, wie ist es mit 3,66? 3,66 finde ich gut. 3,66. 3,66. Okay. Habe ich jetzt im Durchschnitt gebildet. Der ist vielleicht auch noch falsch, aber ich glaube, der dürfte stimmen. Und wir dürfen jetzt noch zum Schluss unsere Playlist befüllen. Wir haben jetzt bei Spotify die Brennholz-Untermusik-Playlist mit ganz tollen Songtipps. Und habt ihr denn schon Songs dafür? Also Herol ist noch nicht, wie ich raushöre. Also dann will ich auf jeden Fall wahrscheinlich den Song von diesem einen Toten da. Der Song von den Toten, oh guck mal, das ist ja klug. Aber natürlich würde auch Pirates of the Caribbean passen. Schwer zu sagen. Such dir gerne aus, such dir aus. Sag mal, fügst du das eigentlich hinzu? Ja, ich mache das hier live gerade. Okay, das ist nämlich so praktisch, weil ich habe letzte Woche rumgequengelt, du sollst mir das unbedingt schicken und dann hast du das nicht gemacht, aber wenn du das machst, natürlich viel einfacher. Ah, ja, sorry, ja, stimmt. Ist schon okay. Aber hast du jetzt einen Song von Smash Mouth, den du reinmachen möchtest? Nee, diskutiert ihr kurz, ich überlege noch ein bisschen. Ach, hier, der Bekannte ist schon drin. Dieser eine da. Wir haben ja noch mehr Songs, ne, aber... Ja, aber das Believer, glaube ich, gab's noch. Das ist ja schon der Song. Ja, I'm a Believer, Walking on the Sun und so. Aber du überlegst gibt's noch, welchen du hast. Also ich habe schon einen und zwar habe ich vor ein paar Wochen eine Band in Weimar gesehen bei der Toleranzmusik. Die heißen Velür, die kommen aus der Ukraine, soweit ich weiß. Und die machen so 80er Jahre Popmusik mit einer weiblichen Sängerin. Und der Gitarrist tritt auf mit so einem Anzug, und also einem Space-Anzug quasi. Das sah richtig nice aus und ich mache von denen den Song Mon Amour in die Playlist. Einfach geile 80er-Jahre-Vibe, geile Stimme und sind auch nicht so groß. Also die können dann noch für euch entdecken vor allen anderen. Ja, das klingt übelst geil. Das wäre vielleicht mal was. Also Ukraine ist eh cool, da ist ja jetzt so Spotlight drauf. 80er ist cool und in einem Space-Suit auf die Bühne kommen ist auch cool. Eben, also gerne reinhören bei Velür, V-E-L-Ü-R. Ja, dann will ich mal jetzt einfach dieses eine Fluch der Rebeglied so wegen Kanzler und dann passt das.
Das Fluch der Karibik von ja, Smash. Von Smash, genau, ja, dieses eine Lied da. Aber wie heißt denn der Song? Fluch der heißt, glaube ich. Hab ich gerade den Vibe von 180 gut eingefangen? Nee, ne? Ah, nee, Quatsch, nicht 180, sondern die anderen. Dann habe ich jetzt nicht von 180 eingefangen, passt auf. Aber kannst du. Karibik Soundtrack, aber gibt's sowas? Ist hochgeladen auf Spotify. Ich höre auch gerade, also ihr seht es ja dann gleich, wenn jetzt nichts mehr ist, ist auch die Musik gerade unfassbar laut. Der Bowler von Soulfang noch ein Lied. Die Musik halt leise. Ja, also ist der, haben wir Smash Mouth schon drin? All-Star? Nee, ich weiß nicht, wie der Song heißt, den Herole sich wünscht. Also ich würde dann All-Star von Smash Mouth reinmachen, wenn der noch nicht drin ist. Okay, sind noch nicht drin, nee. Dann muss der rein, also in dieser Woche. Ja. He's a Pirate. Oh. He's a Pirate, okay. Mhm. Ey, das ist aber auch nur in der Mangelung von Kreativität, ne? Das können wir wieder rausschmeißen, wenn das scheiße ist. Aber den gibt's bei Spotify auch gar nicht. Erzähl nicht. Ach, von Klaus Bartelt oder von. Ah ja, okay. Von Klaus. Stimmt. Klaus hat den gemacht. Hab's gefunden. Ich dachte, von Smash Mouth ist der Song, aber jetzt habe ich's. Nein, noch nie gewesen. Die haben auch den Soundtrack von Fluch der Karibik gemacht, wissen die wenigsten. Leute, ich muss zum Zug leider. Ich muss mich jetzt schon losmachen. Ich schicke dir jetzt noch die Dateien und wir müssten zum Outro kommen. Okay, ich höre auch so richtig laute Musik gerade. Kann ich auch kaum mehr verstehen. Ja, ich verstehe euch gar nicht mehr. Auch von Smash mal auf das Outro, ne? Ja, doch, das haben die geschrieben.